Ende 2019 habe ich an einem Wettbewerb für Kunst und Bau für das Carlowitz Kongresscenter in Chemnitz teilgenommen. Das Carlowitz Kongresscenter bedient sich so der Nachhaltigkeit inhaltlich, also eines ökologischen Denkens, und dahingehend war auch ein Wettbewerb ausgeschrieben, der bestimmte Bereiche dieses Kongresscenters mit Malerei versieht. Und ich habe glücklicherweise einen Zuschlag bekommen, habe was ausgeführt, und diese Arbeit Phoenix hat eigentlich begonnen als Dummy, als Testversion quasi für diesen Wettbewerbsbeitrag, und hat sich dann letztendlich zu einer eigenständigen, emanzipierten Arbeit entwickelt. Zu sehen ist ein Feuer. Das Thema Feuer ist für mich auch in den letzten Jahren doch immer wichtig und recht relevant. Man sieht sie in vielen Arbeiten. Und wir sehen zuerst diese infernale, zerstörerische Atmosphäre. Und dann sehen wir aber, wenn wir genauer hingucken, die Lichtschwerter, die dem Bild den Titel Phönix geben, die wie zarte junge Triebe quasi sich über diese dunkle apokalyptische Szene hinwegsetzen und somit vielleicht einen hoffnungsvollen Ausblick in die Zukunft gewähren.